Moin! Wie ihr seht, ist es relativ frisch heute. Ja. Ich habe eine Kleinigkeit zu feiern. Und zwar mein 100. Abonnent. Und deswegen bin ich heute extra rausgegangen. Zu meinem Lieblingsplatz und möchte eine Kleinigkeit erzählen. Also, wenn du Lust hast, dann komm mit. So, jetzt bin ich schon ein bisschen unterwegs. Immer hier an der alten Leine entlang. Und einen Fuchs habe ich schon gesehen. Und einen Biber. Tja, leider war ich wieder nicht schnell genug mit der Kamera. Also ein paar Fotos konnte ich machen. Zwar nicht von den Tieren, aber... Naja, schade drum. Ja, suche mir jetzt noch ein lauschiges Plätzchen und dann ja, trinke ich mir erstmal einen Tee. Ja, meine Hütte ist heute belegt.
Da hat sich die Jägerschaft versammelt. Da habe ich gleich mal gefragt, ob es hier, ja, ob man hier lang gehen kann. Sagen sie, pff, da schießt heute keiner, ist Nebel. Ja. Herrlich. Wir haben etwa minus 3 Grad oder so. Also relativ frisch. Ja. Nee, also hier haben wir, hier gehe ich voll am Biberrevier lang. Überall sieht man solche Fraßspuren. Ja. Oh, da. Ist ganz schön fleißig hier. Wenn ich hier weiter lang gehe, immer schön hier am Fluss entlang, Flüsschen, dann soll ich auch irgendwann zu seinem Bau kommen. Aber den will ich jetzt nicht wirklich stören. Deswegen, ja, breche ich die Suche dann hier weiter ab nach dem Bau und suche mir halt nur ein lauschiges Plätzchen. Immer wieder schön. Aber da sehe ich was, was mir gar nicht gefällt. Sieht aus wie eine Plastiktüte. Nee, war mal ein Ballon. Hier an so einem Waldstück getrennt vom Fluss entlang. Ah, sieht man hier. Und hier ist erstaunlich windstill. Ich bin auch relativ warm angezogen, weil ich mit Wind gerechnet habe. Doch jetzt ist Wind hier Fehlanzeige. War schon wieder der Biber oder einer davon. Er hatte gerade die Kamera weggesteckt. Verdammt.
Wo gehe ich jetzt lang? Ich versuche mal Glück hier. Die Luft ist echt frisch. Tut richtig gut. Zumal ich auch lange nicht mehr rausgekommen bin, lag wohl daran, wie ich ja schon erwähnt hatte in einem anderen Video, dass ich gesundheitlich angeschlagen war und einen Umzug hinter mir habe. Da muss man erstmal wieder in einen Trott reinkommen. Ja. 2 Wochen ist das Wintertreffen. Oh, scheiße, hier komme ich nicht weiter. Oder doch? Mal gucken. Vielleicht hole ich mir auch nasse Füße. Bin ich schon mal über Land gegangen. Ja. So. Wollen wir gleich mal Akku wechseln? Blinkt hier schon, fröhlich vor sich hin. Herrlich. Hey, ich gehe hier gerade. Sieht aus, als wenn das hier ein Frostweg wäre oder sowas in der Art. Und ja, hier direkt an den Bach entlang. Ich sehe hier immer wieder Wildwechsel über den Bach, beziehungsweise auch eben über den Fluss. Und ja, Augen offen halten. Und hier ist schon der nächste Müll. Augen offen halten. Ich hoffe, hat es geschmeckt, fahre ich hier dran. Ja, das Plätzchen sieht hier ganz lauschig aus. Momentan nicht wirklich einsehbar. Hier lasse ich mich mal kurz nieder. Hier ist wieder windig. Ja, da meine ganzen Sachen, da mein Rucksack fürs Wintercamp. Sieht mich ja gar nicht. Hm.
da mein Rucksack fürs Wintercamp ja schon gepackt ist und ich für unterwegs den Spirituskocher bevorzuge, habe ich heute mal meinen Gaskocher dabei. Ja, aber ich habe einen guten Platz gefunden. In der Zeit kann ich ja meinen Akku wechseln. Ja. Gucken, ob wir gleich noch was sehen. Ich hier noch ein bisschen sitze. Geht da drauf. Einige kennen den von euch. Ja, also 100 Abonnenten. Ja gut, ich habe auch eine Zeit lang dafür gebraucht. Liegt wohl auch daran, weil ich eher unregelmäßig Videos hochlade. Aber ich habe auch noch Familie und da habe ich halt nicht immer so viel Zeit dafür. Aber ich gebe euch allen einen Daumen nach oben. Ich danke, ich wollte mich richtig herzlich bedanken bei euch. Ja. Ich muss mal wieder öfter raus. Ich bin schon ganz außer Atem. Was recht merkwürdig ist. Normalerweise bin ich relativ fit. Ja. So. Ja, angefangen habe ich mit meinen Videos mit einem Fotoapparat. Dann habe ich mich versucht mit so einer kleinen Spielzeugkamera. Das war total in die Hose gegangen. Da fiel ständig der Ton aus und hat Akkus gefressen ohne Ende. Ja, dann habe ich mit dem Fotoapparat weitergemacht und bis ich dann halt diese Kamera hier von meiner herzallerliebsten Frau geschenkt bekommen habe. Ja, und seitdem begleitet sie mich. Habe ich mir noch eine Actioncam gekauft. Damit habe ich die letzten zwei Videos gedreht. Und kalte Finger. Ja. Qualitativ sind meine Videos zwar nicht die hochwertigsten, aber ich mache das, was mir gefällt. Ich kann zwar auch nicht so viel Wissen vermitteln, weil ich aus einer ganz anderen Branche komme. Ich persönlich halte ja viel von draußen sein und genieße es, auch mal so ein bisschen Ruhe haben. Ja.
Ja, dann trinke ich jetzt mal einen auf euch. Prost. Ja, die letzten Jahre haben mir viel Spaß gemacht, die Videos zu machen. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei, die Videos zu gucken. Ach ja, ist echt schön. Angeln kann ich mich jetzt gar nicht. Würde ich das tun? Ja, es ist einige Zeit vergangen. Lange Rede, gut, kurzer Sinn. Ich danke euch, dass ihr dabei seid. Und auf die nächsten 100 Abonnenten, meine ich. Angenehm gerade. Richtig angenehm. Auch wenn man in der Ferne, das hört ihr wahrscheinlich jetzt nicht, in der Ferne hört man ein Rauschen. Das wird wohl Autobahn sein. Und ab und zu mal hört man die Güterzüge fahren oder irgendwelche anderen Züge. Von hier aus ist die Bahnstrecke 5 Kilometer weg und man hört es trotzdem noch. Naja. Der Wind frischt auf. Tja. So. Dann trinke ich jetzt auch schön gemütlich meinen Tee. Und dann. Trinke ich jetzt noch schön gemütlich meinen Tee. Und mache mich langsam wieder auf den Weg nach Hause. Ich danke euch, bleibt dabei und ja, macht's gut. Tschö.